Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts. Wir haben tatsächlich alles gefunden, was wir brauchen. Und ich möchte erstmal nichts. Ich möchte kein Zelt verschwenden. Bin ein bisschen sparsam jetzt. In der Hoffnung, wir brauchen es auch nicht. Ja, der Judy hat nicht mehr so viel MP. Aber an sich können wir ja. Ja, alles versuchen mit der Alice irgendwie zu heilen, jetzt wenn wir gleich zum Bosskampf kommen. Denn wir haben ja das Metallgefäß und die wunderbare Schüssel und außerdem sind wir ein bisschen stärker jetzt, weil wir uns akupunktieren lassen haben. Aber er ist ein bisschen schwach noch. Bei ihm müssen wir echt auf die Dings gehen, auf die Magie. Fleisch. Fleisch brennt gut, oder? Dum, dum. Kann das sein, dass ich heute viel näher zusammen dran sitze? Irgendwie ist das Bild heute voll groß. Bum, bum. Okay. Gut. Dann heilen wir jetzt mal alle durch die gute Alice. Sie hat Fähigkeiten. Sie hat eine wunderbare Fähigkeit, die nennt sich Heilung. Okay. Und so rennen wir jetzt mal in diesen Kampf hinein. Auf dem Altar liegt eine Schriftrolle eines Kannibalengottes. Ja, das wollte ich sagen. Irgendwo hier war das doch. Okay. Ich habe alle Werkzeuge zusammen. Na, dann will ich es mal versuchen. Warum überhaupt er? Mal sehen. Das Antikatzenpulver in das Metallgefäß. Dann anzünden mit der Fackel. Oh! Huh, Mann, das stinkt! Da ist sie, die Oma. Ha! Hack, hack! Was ist das? Hack! Hab dich, du alte Hexe! Soll ich dir das Fell abziehen, Katze? Sie wagen es! Ich zeig's ihnen! Das gibt Ärger! Oh, sieht die Obermieze mit blauen Haaren. Symbol der Abscheu. Symbol der Wut. Wir machen mal Tigerien. Oh nein, wir haben den Tornado gar nicht ausgerüstet. Mist. Ach, Kacke. Entkörperlichen. Yin-Yang-Künste, flammende Riese. Windklaue. Oh, geht noch. Boah, Mietz gegen Mietz. Los, schlag sie mit deinem Buch, Alice. Und jetzt er, flammender Riese. Ah, Mist. Ein bisschen jetzt schon warten müssen. Eine Millisekunde. Aber auch hier sieht man keine HPs. 44. Oh, was? Zwei nur? Du bist auch schwach, ey.
Ja, die ist ein bisschen schwach gewesen. Oder jetzt kommt noch ein Endboss. Ich kann nicht mehr dran erinnern. 120 Meter. Oh, der Zuzen hat sein Level erhöht. Oh, Wind. Oh, ein Mensch hat mich besiegt. Sie werden die Schmerzen der Geburt nie verstehen, nur damit sie verschlungen werden. Meine Rache war umsonst. Ich fühle mit dir. Finde dich damit ab und gönne dir Frieden. Meine Auftraggeber sollen für die Seelen beten. Ich will kein Mitleid von ihnen. Ja, Mara, ja, ich überlasse alles dir. Die Monster in diesem Dorf waren also in Wirklichkeit diese Seelen von Haustieren oder was? Mach langsam, Alice. Wir sind noch nicht fertig. Als nächstes kommt der sogenannte Schrein dort drüben. Ha, jetzt zu Jaimai. Jamaraya. Ich hoffe, ich hätte jetzt nicht speichern brauchen oder sollen. Oh. Aha. Die wollen noch vorher eins auf die Glocke bekommen. Ich glaube. Ich glaube, ich kann mich gar nicht verwandeln, weil ich so wenig MP habe. Das Coole hier ist auch, dass man ja voll Spaß am Leveln hat. Erstmal wegen dem Kampfsystem und auch, weil man ja die Seelen sammelt von denen. Und dann kann man auf den Friedhof gehen, kann sich was abholen und der Yuri bekommt neue Fusionsmonster. Ist halt schon sehr cool. Oder? Erde, noch eins dazu. So, wir rüsten jetzt erstmal ganz schnell hier Seele. Tornado. Tanzende Brise. Okay, und jetzt geben wir tatsächlich dem Yuri Ma einen Samen. Nee, ein Mana-Blatt. Könnte man nicht auch irgendwie auf die... Nee, ich weiß nicht mehr, wie man auf die Weltkarte kommt. Egal. Hier. Warte mal. Kann man hier auch irgendwo hin? Nee. Klopf, klopf. Wagst du es, den Schrein zu schänden? Ja, ich wage es. Sei vorsichtig, Yuri. Wir müssen doch alle kämpfen, oder? Yamaraya ist der Herr der Hölle. Er ist anders als die Katzenmännchen von eben. Seid auf der Hut. Kinderspiel, jetzt jagen wir die Bude hoch. Oh Gott. Vielleicht hätte ich doch speichern sollen. Sie möchte uns eine Geschichte erzählen. Kennt ihr noch die Märchenoma? Die, er besteht scheinbar aus den ganzen Typen. Fusion. Die einem immer so die Geschichte erzählt hat und ihr Fensterchen aufgeklappt hat. Yeah, perfekt. Flammend Riese. Ich weiß immer noch nicht, was Flammend Tee heißt.
Wenigstens bedeckt er seine Scham. Großer Mahlstrom. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Die Größe des Treffbereichs wurde für 3... Oh. Aber nur bei ihr halt. Weiße Magie, Heilung. Machen wir mal den Zuzen. Yamarai. Erde. Toll, er ist Erde und ich habe Erde gebetet. Ich blühe die an. Hier. Oh, ich hatte Angst. I'm sorry. Okay, 11 ist Unterschied. Warum sie? Hm. Er könnte sich sogar heilen, wenn er das will. Yeah, perfekt. Okay, sie muss ich jetzt mal selbst heilen. Yeah. So. Er war Wasser? Hä? Hat er immer sein Element geändert? Kann das sein? Puh, dem hast du's gegeben. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für so einen jungen Kerl. Ich danke auch dir, junge Frau. Für mich gibt's hier wohl nichts mehr zu tun. Aber was mich die ganze Zeit gestört hat? Wer ist diese Person, die Yamaraya steuern soll? Er dachte wohl, dass seine Pläne von der schwarzen Schildkröte durchkreuzt werden könnten. Also hat er die Katzenmännchen benutzt, um das Siegel der schwarzen Schildkröte zu stehlen. Eigentlich nur ein kleines Votivbild. Traurige Geschichte. Er hat nicht nur die Dorfleute, sondern auch die schlafenden Geister ausgenutzt. Heißt der Typ zufällig Roger Bacon? Roger Bacon? Er ist dieser Hexenmeister, der versucht hat, mich im Zug zu schnappen. Ihr zwei kennt Roger Bacon? Ist er so berühmt? Wenn Roger Bacon wieder aufgetaucht ist, dann gibt es keinen Zweifel, dass... Die Japaner haben mich in Changchun gefangen genommen und in einen Sonderzug nach Fengtian eskortiert. Bacon ist in dem Zug aufgetaucht, hat die Soldaten alle gemacht und versucht, mich zu entführen. Aber natürlich kam ich ganz galant rein und habe ihn wie ein hilfloses Karnickel weggeblasen. Von wem sprichst du? Roger Bacon! Roger Bacon, du glaubst doch nicht, dass du ihn getötet hast. Tut mir leid, aber das ist unmöglich, mit dem wirst du nicht fertig, auch wenn du dich noch so anstrengst. Na, vielen Dank, Zuzen. Nun, reg dich nicht so auf. Ich weiß, dass du stark bist, also ich sage euch meine Meinung. Roger Bacon hat nicht die hiesigen Geister benutzt, aber er hat irgendwie mit der Sache zu tun. Also ist jemand anders der Drahtzieher? Hat das wohl etwas damit zu tun, dass mich das Militär nach Japan bringen wollte?
Aber die Aura dieses Schreins scheint von einer tief verwurzelten, reineren Bösartigkeit auszugehen. Er ist voll von Hass und Gier und Rachegefühlen. Du bist wirklich ein besonderes Mädchen, was? In meinem Beruf nennt man Leute mit solchen Wahrnehmungskräften Dämonenaugen. Natürlich wird in diesem Land jeder, der unerklärliche Kräfte besitzt, als Dämon bezeichnet. Aber du hast besondere Kräfte. Du siehst, was andere nicht sehen und hörst, was andere nicht hören. Stell deine Kräfte lieber nicht so zur Schau. Sonst trachtet man bald danach, dich zu benutzen und dann zu töten. Hey, alter Mann, behalt deine ominösen Orakelsprüche für dich. Du auch, Junge. Die Kunst der Fusion ist seit dem alten Japan verboten. Sie ist ein zweischneidiges Schwert. Gott, voll die Gänsehaut gekriegt, ey. Eine verbotene Kunst aus dem Zeitalter der Götter? Wenn sich dein Herz in Finsternis hüllt und deine Kräfte freien Laufs haben, bist du eine Gefahr für alle. Hör bloß auf, ich kann mir schon allein helfen, vielen Dank. Hat dein Vater dir beigebracht, wie das geht? Vergiss es. Aber du solltest wissen, dass dieser Tumult gerade erst der Anfang war. Also dann, gehen wir. Ich schätze, das Tor lässt sich jetzt öffnen. Sie haben Muschelarmband. Schön, Muschelarmband. Oh, guck mal da. Komm, wir gehen mal zurück in unsere Lieblingshütte. Weil jetzt, bei der jetzt kein Licht, keine Flamme mehr geht. Ich will mal die ganzen Wände ablaufen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwas vergessen. Nö. Wo ist unser allerliebster Lieblingsverkäufer? Auch nicht mehr da. Wir speichern erstmal. Kann ich gerade nicht speichern? Speichern, ich habe daneben getreten. So große Füße. Oh, jetzt ist er hier. Ist das jetzt dein Dorf? Im Dorf herrscht jetzt größerer Frieden. Ah, ich sehe, ihr habt die Monster besiegt und das Siegel gebrochen. Ah, tatsächlich? Freut mich zu hören. Dann ist es jetzt möglich, das Dorf zu verlassen. Bitte, lassen Sie mich Ihnen meine Dankbarkeit zeigen. Das könnte Ihnen einmal nützlich sein. Bitte nehmen Sie es. Sie haben eine Vereinskarte erhalten. Oh! Cool. Hier ist echt tote Hose. Sehr schlecht fürs Geschäft. Na, ich muss los. Bis bald, hoffentlich. Ja, bis dann. Okay, unser Akupunktur verlässt uns. Er leistet wirklich gute Arbeit, weißt du? Aber wer würde sich schon gerne von ihm berühren lassen? Ist er nicht ein netter Mann? Ich bin sicher, dass er für dich keine Gefahr ist, junge Dame. Da. Wunderbar. Lebt wohl, ihr beiden. Ich muss zu meinem Auftraggeber zurück. Also trennen sich hier unsere Wege. Tja, dann bis dann. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen, aber ich hoffe, euer Geschäft blüht. Alterchen. Danke für eure Hilfe. Passt auf euch auf. Verdammt, ich habe ihn ausgerüstet. Kommt zurück. Ach übrigens, eines sollte ich euch noch sagen. Erst trefft ihr euch, dann trefft ihr mich. Dann die Ereignisse im Dorf. Ich habe das Gefühl, dass das alles durch einen einzigen Faden verbunden ist, den jemand gesponnen hat. Und wenn das so ist,
treffen uns irgendwo wieder. Bis dann. Macht's gut. Was für ein komischer Kauz. Und er scheint so viel über alles Mögliche zu wissen. Verdammt, wenn er doch nur etwas großzügiger wäre, mir seine Geheimnisse beizubringen, Idiot. Nun, wenn er uns wieder über den Weg läuft, können wir ihn ja fragen. Stimmt. Ein einzelner Faden, den jemand gesponnen hat, hm? Na, das ist interessant. Ziehen wir mal einfach an der Schnur. Fängt hier an. Nie öffnen? Ja, ich wollte eigentlich Ebenen zurück, aber wir können nicht zu den Ebenen zurück. Dorf Tsa Yang. Ich kann hier auch nichts ändern, leider. Nein. Ich weiß nicht, wie man hier was ändern soll. Ich kann hier nichts tun. Ich kann nur nach Feng Tian gehen. Oberstleutnant Kawashima. Sieh mal einer an, wie hübsch. Hey du da, wofür war die Eskorte? Einen menschenfressenden Tiger? Gefreiter Mishima. Nein, Frau Oberstleutnant. Alice Elliot. Weiß, weiblich, ca. 20 Jahre alt. Ja, so habe ich sie auch in Erinnerung. Die Beschreibung passt aber auf niemanden hier. Das Mädchen hat also all diese Männer erledigt? Ich habe mir nie träumen lassen, dass ein Mensch so morden könnte. Es ist schrecklich. Major Tsuji, hätten Sie nach Ihren Heldentaten in Changchun gedacht, dass Sie ein Monster eingefangen haben? Wenn Sie Soldaten der kaiserlichen Armee von einem kleinen Mädchen überrumpeln lassen, haben Sie den Tod verdient. Ich habe mich so darauf gefreut, meinen Vater ein schönes Souvenir nach Tokio mitzubringen. Schade. Oberstleutnant Fuji. Ah, nee, Gefreiter. Oberstleutnant Kawashima, wir haben einen Zeugen. Ein älterer Hausierer sagt, dass ein verdächtiger Mann den Gang entlang kam. Was für ein Mann? Vielleicht jemand von der anti-japanischen Fraktion? Nein, scheinbar war er ein westlicher Herr. Und da war noch ein anderer Mann. Was sagst du? Da war noch einer? Ja, genau. Ein drahtiger junger Mann. Scheinbar folgte er dem ersten Mann. Es sieht so aus, als ob die beiden auf dem Weg in den Speisewagen waren. Heißt das, jemand hat ihnen geholfen? Ein Ausländer und ein halbes Kind. Komisches Duo. Was befehlen Sie, Frau Oberstleutnant? Kümmert euch um die Leichen. Schickt sie in die Hauptstadt. Die Major hat noch gesagt, dass seine kleine Enkeltochter seine Rückkehr nicht abwarten könnte. Sie wird sicherlich Freudentränen vergießen, wenn sie hört, dass er früher als erwartet zurückkommt. Jawohl, Frau Oberstleutnant. Stellt Truppen nach Feng Tian und die Nachbarstädte ab. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, alle loszuwerden, die unsere Utopie zerstören wollen. Jawohl, Frau Oberstleutnant. Es wird interessant. Ganz wie ich vermutet habe, verfügt dieses Mädchen über unglaubliche Kräfte. Jetzt verstehe ich, warum der verhutzelte alte Dämon in Shanghai so versessen war. Hüte dich, Alter. Gleich dem Falken, der dem Wolf seine Beute in Flug wegschnappt, werde ich mir dieses Mädchen schnappen. Na sowas. Das ist eine ziemliche Anomalie.
Hey, ich roste wohl langsam ein. Habe ich dich etwa aus Versehen herbeigerufen? Es ist 15 Jahre her, Roger Bacon. Ha, das ist wirklich lange her. Freut mich, dass du so gut aussiehst, großer Hexenmeister. Meister Dehuai, der gefallene Herrscher der neuen Himmel, Erdweise. Du trägst immer noch dein aufgesetztes Lachen. Du wirst langsam alt, du Landplage. Was führt dich nach Shanghai? Sicher nicht nur ein Freundschaftsbesuch? Ha, nein, sag nichts, ich weiß es bereits. In der Tat. Ich kenne mich in diesem fremden Land schlecht aus. Da muss mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen sein. Jemand hat sich unerwartet in das Spiel eingemischt. Und mein Vögelchen fliegt weiter frei herum. Ha, diese Art von Ausreden kenne ich von dir gar nicht. Bitte, entschuldige dich nicht dafür, dass du das Mädchen hinter meinem Rücken entführt hast. Ich ahnte, dass du das tun würdest. Komm schon. Warum so ernst? Ich wollte mich nur etwas amüsieren. Da deine große Zeremonie bevorsteht, solltest du dich nicht mit Nichtigkeiten abgeben. Ich dachte, ich gehe dir etwas zur Hand. Ha, du machst Scherze. Willst du behaupten, du hättest mir das Mädchen nach seiner Gefangennahme ausgeliefert? Natürlich. Der Erfolg deiner geheimen Zeremonie ist für mich von großem Interesse, Meister Dehuai. Wenn diese Alice wirklich der Schlüssel zu dem Ritual ist, werde ich dir mit allen Mitteln helfen. Du bist wirklich ein alter Fuchs. Das göttliche Septagramm. Dann sind deine Vorbereitungen, die Dämonentor-Anrufung, fast abgeschlossen. Ich habe mir erlaubt, den Beschützer des Nordens, die schwarze Schildkröte des Dorfes Xiaoyang, einzusiegeln. Sie wäre den Ritualen im Wege gewesen, aber das ist nicht mehr von Bedeutung. Die Geistmaschine vom Kuihai-Turm ist endlich betriebsbereit. Jetzt kann ich mich ganz darauf konzentrieren, das Mädchen zu finden. Na dann, ich freue mich schon darauf, den großen Weisen in Aktion zu erleben. Hast du denn herausgefunden, wo das Mädchen sich aufhält? Natürlich. Ich habe Augen auf dem ganzen Kontinent. Hey. Nun gut, ich sage es dir. Sie ist in Fengtian. Fengtian? Läuft dort nicht eine Operation der japanischen Armee? Ich weiß auch nicht, wie sie davon Wind bekommen haben. Aber sie scheinen auch dem Mädchen aufzulauern. Wir haben nichts von ihnen zu befürchten. Die japanische Armee ist ein Haufen desorganisierter Dummköpfe. Sie sind keine Bedrohung, außer dieser lästigen Fliege Kawashima, die ständig herumschnüffelt. Das Mädchen ist mir sicher. Wunderbar. Ich mache mich dann auf den Weg nach Fengtian. Kümmere dich nicht um mich. Ich habe nicht die Absicht, mich dir in den Weg zu stellen, guter Weiser. Ich würde nur gerne deine Technik aus der Ferne beobachten, nur zur Information sozusagen. Als dann. Ich empfehle mich, wie du willst. Ach, das hätte ich fast vergessen. Das Mädchen wird von einem seltsamen Kerl begleitet. Und was noch seltsamer ist, er ist ein Harmonixer, ein Meister der Fusion. Was? Fusion? Bist du dir ganz sicher? Leider ja. Du bist ja selbst blutsverwandt mit der Linie der Harmonixer, oder nicht? Ich möchte nicht, dass sich die Ereignisse von vor 15 Jahren wiederholen. Sei bitte vorsichtig. Bemerkung war taktlos, verzeih mir. Dieser hinterlistige Dreckskerl, er spioniert mich schamlos aus. Hört gut zu, ihr Untergebenen in Fengtian. Dieser hinterhältige Hexenmeister kommt in eure Stadt. Lasst euch nicht übertölpeln. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ihr diese kleine Ketzerin nicht schnappen würdet.
Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand der Dämonentor-Anrufung in den Weg stellt. Unser Erfolg oder Misserfolg hängt einzig und allein von dem Mädchen ab, Alice Elliot. Schon morgen, wenigstens konnten wir etwas ausruhen. Selbst nach der ganzen Kacke lief sie noch die ganze Nacht durch weiter. Ziemlich beeindruckend für ein Mädchen, meine ich. Ich lasse sie besser noch ein bisschen schlafen. Schniff, schniff. Du bist ja eigentlich ganz süß, du dummer Köter. Leben ist eine winzige Glocke mit dir, eine Glocke. Au, was ist denn, du Köter? Und halt, warum diese Stimme? Okay, wir sind in Fangtian angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und die Truhe bleibt daher für immer stehen für den Nächsten, der sie wohl öffnen wird. Tschüss, bis morgen.